Ich beginne. Gut, dass du Bescheid gesagt hast. Dann beginne ich jetzt auch. Ja, ich auch. Gleichzeitig. Achso, soll ich ansagen? Ja. Juhu! Hey, und jetzt kommt es herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Techland. Auf jeden Fall die Rapper-Moves. So schön. Hallo, ich bin John Cena. Ja, ach so, oh, dann lag ich falsch. Also mit Jonas und John Cena. Habe ich hier noch ein paar Fragen parat und hier stirbt gerade irgendwas neben mir, whatever. Also erstmal hier an Mädels so bla bla bla. In dem Kommentar steht halt so von wegen, ja, Mobbing-Erfahrung und so. Also wie gesagt, finde ich sehr schön, dass sich Leute dazu so öffentlich geäußert haben. Ich hoffe, das macht auch nichts, dass dein Kommentar im Video ist, weil du hast es auch öffentlich gepostet. Deswegen dachte ich so, ja, macht nichts, wenn ich deinen Kommentar ins Video nehme und so, weil da auch eine Frage drin steht. Und die Frage wäre nämlich, Thema, Frage für das nächste Mal. Was muss ein Spiel für euch haben, um gut zu sein? Fette geile Titten! Dann bist du ja bei Guild Wars richtig aufgehoben. Ja, das ist echt so. Soll ich ja, mal kann ich zustimmen. Ich dachte, die Frage wäre beantwortet. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass es spielt fette, dicke Titten. Fette, geile Titten, ja. Naja, aber ich meine, wenn man sich an den fetten, geilen Titten mal satt gesehen hat, dann das noch wird fette, geile, passieren. Männliche Oberkörper, dann natürlich auch. Ja, dann. Kommt drauf, hält immer drauf an. Also fesselnde Story. Und selbst ich will nur fette, geile Titten. Fesselnde Story finde ich wichtig. Also kommt immer drauf an, was das für ein Spiel ist. Also bei sowas wie zum Beispiel Far Cry fand ich die Story zum Beispiel wichtig, um weiterzuspielen, weil die mich dann irgendwann interessiert hat. Aber jetzt zum Beispiel bei Guild Wars spiele ich auch ohne, dass die Story cool ist. Auch bei wenn die Far Story Cry an sich schon cool ist. 3 oder Far Cry 4? 3. 4 habe ich immer noch nicht zu Ende gespielt. Da war die Story am Anfang nicht fesselnd genug. Deswegen. Ja. Also für mich ist eigentlich am wichtigsten, dass das Spiel ein gutes Gameplay hat. Mir ist eigentlich scheißegal, wie die Story ist. Das war mir bei so vielen Spielen so scheißegal, wo es vor allem richtig auf die Story ankam. Zum Beispiel Zelda Skyward Sword. Das fand ich nicht wegen der Story geil. Die Story war mir so scheißegal. Ich habe nie auf die Story geachtet und ich fand das Spiel trotzdem geil. Weil für was mich aber natürlich auch teilweise Spiele kaputt machen kann. Weil ich meine, wenn du zum Beispiel am Anfang nicht auf die Story achtest und dann ist das Gameplay nicht so die geilste Bombe, aber die Story ist so voll schön, traurig, emotional, ja, fesselnd und denkst so, ah oh, ja, ich muss zweimal wehdrücken, das wird so umständlich, dann ist halt nie die geile Story mit. Ja gut, das stimmt, aber bei so Visual Novels, ich spiele ja richtig gern Visual Novels, was total merkwürdig ist, wo ich bei solchen... Weil du keinen Fuck auf die Story gibst. Ja, zum Beispiel wie, oh, Hilfe, bei Skyrim zum Beispiel, ich habe bei Skyrim nie die Story gelesen. Ich habe bei Skyrim immer die Story übersprungen, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist einfach viel zu viel, das liest kein Mensch, da habe ich keinen Bock drauf. Oder bei Skyward Sword oder bei Guild Wars, habe ich nie auf die Story geachtet. Ich dachte, was ist das für eine Scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich liebe die Stories bei Visual Novels, weil es das Einzige ist, wo der Fokus drauf liegt. Und bei solchen Spielen, bei den anderen zum Beispiel Skyward Sword und so ein Zeug, da liegt ja der Fokus eher auf dem Gameplay für mich und deswegen konzentriere ich mich nicht auf die Story, weil mir das scheißegal ist. Aber bei so Spielen wie Heavy Rain, Ace Attorney, würde ich so gern mal spielen. Dingens, wie heißt es? Life is Strange, genau, Life is Strange. Auf jeden Fall, bei solchen Spielen finde ich es voll gut, wenn der Fokus auf der Story liegt, weil ich dann wirklich auch Spaß an der Story finde. Aber wenn er nicht auf der Story liegt, dann denke ich mir so, oh ja, ist eh voll unnötig. Weil ich spiele ja auch vermehrt so Jump'n'Runs und sowas, sowas wie Mario, da liebe ich einfach das Gameplay und da ist mir die Story so scheißegal, weil es einfach keine existiert es gibt und die auch kein keine. Mensch braucht. Das ist einfach nur mega unnötig. Also solche Spiele finde ich toll, wenn die einfach ein gutes Gameplay haben. Das reicht mir schon, um ein Spiel gut zu machen. Dafür braucht es noch nicht mal eine Story. Oder es braucht eben eine Story und dafür kann alles andere jetzt nicht so super sein. Zum Beispiel bei Ace Attorney oder so, da gibt es ja kein grundlegendes Gameplay. Da musst du nur ein paar Knöpfe drücken, aber das macht ja halt schon so die Spannung. Gehe dahin, untersuche das. Oh, ja, gut, das Untersuchen persönlich gefällt mir noch nicht mal so gut. Am besten finde ich die Gerichtsverhandlungen. Und da geht es eben darum, dass du wirklich so spannend in Fälle eingreifst, selber nachdenkst, Rätsel löst und sowas und dass es auch langfristig Auswirkungen hat. Das finde ich bei Spielen auch cool, wenn das nämlich im Endeffekt so Auswirkungen auf den Rest hat, wenn du eine Entscheidung triffst und so. Das finde ich auch richtig geil. Ja. Also ansonsten ist mir halt Gameplay super wichtig. Also ich kann gar nichts sagen, was wirklich wichtiger für mich als Gameplay wäre. Dagegen ist für mich Grafik eigentlich nicht so wirklich wichtig. Sonst würde ich kein Minecraft ohne Texture Packs spielen, wirklich. Oh nee, also deswegen finde ich, habe ich bei mir immer schön Shader und sowas installiert, weil ich Minecraft ohne Texture Pack und ohne Shader einfach, nee, das kann ich nicht.
Ich brauche ja, schön. Ist mir eigentlich egal. Ich brauche schön. Für mich muss es nicht ist schön so. Sein. Vor allem bin ich auch nicht so ein Mensch, der mit fetten Grafikeinstellungen spielt. Weil mein PC ist fett, mein PC kann das auch, aber ich spiele trotzdem nicht mit fetten Grafikeinstellungen, weil ich es einfach unnötig finde. Früher habe ich nur im Fenstermodus gespielt. Mittlerweile spiele ich so Minecraft schlimm. Sogar im Vollbild, wobei ich das beim Tablet immer noch nicht mache. Aber die meiste Zeit habe ich es halt nicht gemacht und mir ist es eigentlich ziemlich egal, wie die Grafik ist. Ich meine, so ganz hässliche, ich bin ja nicht so der Retro-Fan. Ich stehe nicht so auf alte Retro-Sachen, deswegen reg ich mich da immer über die Grafik auf. Aber sonst, alles, was über Retro hinausgeht, dann finde ich es schon cool. Es sei denn, natürlich Retro hat so einen Nostalgie-Effekt, was bei mir aber meistens nicht so ist, weil ich die Spiele von früher ja nie gespielt habe. Aber sowas bei Mega Man oder so, wenn ich das sehe, dann geht mein Herz auf. Ich weiß nicht, warum es gerade bei Mega Man ist, so ist, aber ich so Spiele wie Mario Kart 64 oder so Scheiße gar nicht leiden kann, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. But it's like that. Das Gameplay jetzt nicht so geil ist, dann wird es für mich teilweise noch die Story reißen. Mhm. Aber, ja, ist immer so ein Mix. Ja. So viel anders sehe ich da jetzt nicht. Recht. Und sonst sind mir eigentlich andere Details sowieso nicht so wichtig. Also sowas jetzt, ob es eine Sprachausgabe gibt, ob das Spiel auf Deutsch hält. Ja, wenn sich die Leute immer so drüber aufregen, so nach dem Motto, oh, bei Guild Wars ist nicht alles nachgesprochen. Ich denke mir so, die ganze Story, so viele random Unterhaltungen. Und dann wollen die so, dass, ich meine, wie viele Unterhaltungen gibt's da? Und wie viele Gigabyte müsstest du runterladen, wenn das alles eingesprochen ist? Und außerdem finde ich es dann auch, also ich meine, natürlich regt es dann eher darauf an, zuzuhören, was die dann wirklich zu sagen haben, weil du zuhören musst, wenn es vertont ist. Aber wenn es nicht vertont ist, finde ich es auch viel also angenehmer, wenn man einfach mal überspringen kann, wenn man gerade nicht Bock hat, sich das 3 Stunden lang anzuhören. Oder bei Ace Attorney regen sich auch immer sau viele Leute drüber aus, dass keine Sprache da gibt so. Das ist, glaube ich, bei dem Ace Attorney. Moment mal, oder nimm das oder so. Ja, aber das reicht ja auch. Oder ich kann das irgendwie nicht. Ich in meinem Let's Play so. Genau, das ist wunderschön. Vor allem am besten noch so ein Typ, so ein männlicher Typ mit so einer weiblichen Stimme. Was? Anspruch! Ich hab's gefallen, ich fand's voll lustig. weil das ist ja auch bei diesem Professor Layton Teil gewesen. Aber ich fand es eher nervig, weil das immer 3 Jahre gedauert hat, bis die jetzt zu Ende gelabert hatten. Und ich dachte so, hat sie jetzt zu Ende gelabert? Weil jeder hat ja auch sein eigenes Lesetempo. Und ich finde das immer voll nervig, weil meistens sind die Stimmen da noch nicht mal so cool, weil es ist richtig oft so, dass englische Stimmen viel geiler sind als die deutschen Synchronsprecherstimmen, weil die einfach viel besser ausgesucht sind. Keine Ahnung, warum es die Deutschen dann irgendwie nicht drauf haben, gute Stimmen dafür auszuwählen oder so. Auf jeden Fall finde ich die da meistens gar nicht wirklich cool. Und dann denke ich mir so, nö, ja, dann mag ich das irgendwie so lieber. Außerdem wäre es dann nicht möglich, dass ich so ein cooles Let's Play daraus machen könnte, weil wenn dann ständig hässliche Bitches wären, die selber reden würden und ich dann noch drüber rede oder gar nichts sagen kann, dann wäre das nämlich nicht geil. Mhm. Snap. Aber ich glaube, sehr viel kann man eigentlich gar nicht mehr zum Thema sagen. Wir wollten die Fragen ja eigentlich nur kurz beantworten und nicht 10 Minuten lang. Jetzt sind schon wieder 11 Minuten vorbei. So, also geht's jetzt weiter. Nächste das ist Frage. Der Typ, der Jonas immer mit Noki verwechselt. Jetzt, Applaus. Genau jetzt kannst du rübergehen zu mir und ich mache hier so die Pose so, hi, ich bin Jonas. Also ich schreibe, also ich bin Thema der mit dem geilen Beispiel. Mikro. Mit dem geilen Rohr? Ich bin die mit dem geilen Mikro. Ah, wir sind beide geile Mikro-Bitches. Wir haben beide geile Mikros. Ja. So ist das. So sexy. Also, als Thema zum Beispiel Flüchtlinge, Videogames. Mit der neuen Generation, die eben voll vieles kriegen. Wie zum Beispiel früher hat man mit 13, 15 noch mit Puppen oder so gespielt. Heute sind die nur noch am Handy und zocken. Snap. Deal with it. Ist so. es ist, da regen sich ja wirklich viele Leute drüber auf, nach dem Motto, ja, oh mein Gott, früher sind wir noch rausgegangen. Und ich meine, ich war auch noch so ein Gartenkind. Will nicht wissen, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, so meine eigenen Geschichten Steine im Garten. Steine zusammen. Ich war immer so der Typ, der draußen nie mochte. Ich wollte da nie, ich habe irgendwie nie Lust gehabt. Ja, du bist ja auch ein New Generation Kind. Du bist ja schon ein Kind der verdorbenen Generation. Genau, wir sind noch 90er Jahre. Wir sind in 2 Jahrtausenden gelebt. Ich habe draußen immer Hütten im Wald gebaut. Genau, sowas. Ich bin immer draußen zelten gegangen oder habe dieses dumme Steinspiel gespielt. Oder wir haben draußen in der Pause noch Versteinern gespielt. Aber ich meine, trotzdem verurteile ich jetzt deswegen nicht andere Kinder, die damit nicht aufgewachsen sind. Weil ich meine, in der heutigen Zeit ist es einfach... Ich meine, man kann einfach nichts dagegen machen. Das finde ich auch richtig beschissen, dass es dann so Eltern gibt, die geben ihrem Kind mit 7 Jahren schon ein Smartphone in die Hand. Dann ist doch kein Wunder, dass die ganze andere Generation nicht besser werden kann. Weil wenn ein Kind mit so einem Smartphone ankommt...
Da geht das andere Kind nach Hause und sagt, Mami, Mami, das ist Kind mit dem Smartphone. Alle haben das und ich hab keins. Dann kaufen die dem Kind auch ein Smartphone. Und dann haben wir auf einmal alle Smartphones, weil diese Scheiße dann überall rumgeht. Weil sonst auch noch Kinder gemobbt werden, weil die kein Smartphone haben, was total bescheuert ist. Also ich meine, der Einstieg in diese neuen Geräte und sowas sollte man halt so spät wie möglich halten. Aber quasi sie deswegen ganz zu verbieten, ist einfach nur unnötig. Also und auch unmöglich im Endeffekt. Weil ich meine, wenn die Kinder sich dann selber mal irgendwas davon kaufen, dann kann man sowieso nicht mehr verhindern. Ich meine, man sollte einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Dann irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, so Lernprogramm oder Lernspiele oder sowas. Ich meine, ich habe früher, meine ersten Computerspiele waren Löwenzahn, wo dann so kleine Erklärvideos und sowas drin waren. Und ich meine, dann soll man halt stattdessen sowas machen, statt dann dem Kind irgendwie mit 6 schon ein Smartphone zu geben. Oder ist das andere Extrem, dass es bis 18 dann noch kein Handy hat? Ja, das ist schon krass. Vor allem, weil man dann einfach richtig ausgeschlossen wird. Ja. Und das sollte man auch nicht machen. Das Problem ist, dass Eltern einfach so wirklich gezwungen werden, irgendwie diesbezüglich was zu machen. Weil es kann ja sein, dass sie sagen, nö, ist für mich besser, dass ich entschieden habe für mein Kind, dass es erst mit 14 oder so ein Handy kriegen soll. Aber wenn alle anderen mit 11 schon ein Handy haben, dann steht man natürlich so richtig beschissen da vor den anderen. Und dann sind die Eltern ja auch irgendwie gewissermaßen gezwungen, was zu machen, auch wenn das eigentlich gegen die Sachen ist, die vielleicht unter sich abgesprochen haben, was sie ausgemacht haben und so. Und das ist natürlich schon ein bisschen scheiße, wie ich finde. Weil man natürlich auch immer unter dem Druck der anderen steht, weil man nicht immer so für sich das entscheiden kann, weil das ja kein abgeschlossenes System ist. Es ist ja nicht nur einfach Familie, sondern sobald das Kind dann irgendwie in Kindergarten und Schule geht, dann ist es ja auch unter anderen Kindern. Und dann ist halt immer das Problem, dass man auch so gewissen sozialen Druck ausgesetzt ist, den man sonst natürlich nicht hätte, wenn das ein abgeschlossenes System wäre. Ist so. Ja, ja. Sehr Truth-Stempel. Truth. Also ich persönlich fände es eigentlich schon besser, wenn sich Kinder eben in so frühem Alter noch mit anderen Dingen beschäftigen würden und eben nicht diesen Zwang haben, schon mit Handys rumzuhängen. Aber es lässt sich eben zum Teil wirklich nicht vermeiden, weil das einfach so präsent ist in unserer Gesellschaft. Auch weil ja Ältere dann ankommen und sagen, ey, guck mal, mein Handy. Oder es gibt ja auch schon Kinder, die irgendwie ihre Eltern am Smartphone hängen sehen oder, keine Ahnung, dass sie irgendwie vor Tablets sitzen oder so. Und dann haben die Eltern gerade keinen Bock, irgendwie sich um das Kind zu kümmern oder so und setzen den einfach vor Smartphone, so ein Zweijähriges oder so. Und dann ist ja klar, dass ich das nicht anders entwickeln kann, dass sie dann auch später sagen, ja, will ich jetzt auch haben und so. Er hat Thema Flüchtlinge gesagt. Ich verweise darauf einfach mal auf Jonas' Video, weil er hat ein Video darüber gemacht. Er hat jetzt nicht genau die Ursprünge vom Flüchtlingsstrom genannt, was ich eigentlich persönlich interessant gefunden hätte. Aber ich bin da ehrlich gesagt auch nicht genug informiert, dass ich da irgendwas zu sagen könnte. Ansonsten fand ich sein Video eigentlich informativ, also das könnt ihr euch dazu auch mal anschauen. Und ansonsten ist es ein Thema, was viel zu lang ist, um darüber nochmal zu quatschen. Das Thema Ernährung, also was ihr gerne esst und vielleicht auch, was ihr an der Gesellschaft in Hinsicht auf Ernährung nicht so toll findet. Ich kann zum Beispiel den übertriebenen Fleischkonsum nicht nachvollziehen. Ich esse gerne Fleisch, aber halt längst nicht mehr so oft wie früher, seitdem ich weiß, wie grausam das alles abläuft bei der Fleischproduktion. Ja. Oh ja, ich glaube, darüber hat jeder in Erdkunde schon mal dieses traumatisierende Video gesehen, von den Hühnern, die dann so geschlachtet wurden. Nö. Wir Erdkunde. Schon. Gut, dass ihr davon verschont geworden seid. Bei uns waren es Kühe, die enthauptet wurden. Also es ist doch echt, also falls ihr wirklich euch da mal drüber informieren wollt, wie sowas zustande kommt, das ist schon gruselig und muss auch, also ich meine, das muss einfach mal adressiert werden, dass einem bewusst ist, wie das Essen auf den Teller kommt und wie dann im Endeffekt die ganzen männlichen Küken einfach zerschreddert werden, weil man für sie keinen Nutzen hat, weil ich meine, die legen keine Eier und dann sind sie für den Handel nicht von Wert und dann werden die quasi direkt, nachdem sie geboren werden, wieder umgebracht. Oder auch die weiblichen Küken werden dann nicht irgendwie, also ich meine, bei Bio und sowas, das ist natürlich was anderes, aber im Endeffekt, für die billigen Eier ist es dann so, dass die dann in so riesigen Kartons verschickt werden und diese Kartons dann einfach ausgeschüttet, dann ist da auf diesen Bodenhaltungsflächen so eine riesige Halle, einfach voller gelber Plüschkugeln, was so creepy, also es ist so süß, so ganz viele kleine Küken, aber gleichzeitig auch voll traurig, weil man weiß, dass die halt im Endeffekt jetzt die ganze Zeit da quasi aneinander gepfercht leben und das eigentlich, also es sind quasi unmenschliche Verhältnisse, aber ich meine, dadurch, dass es keine Menschen sind, gelten für die halt, ich sag mal, leider besondere Bedingungen. Ja, ja.
Also, darüber gibt es sehr viele gruselige Videos auf YouTube, die man sich mal angucken kann. Oder eher nicht, wenn man so eine Person wie ich ist. Weil ich dann wahrscheinlich auch aufhören würde, das zu essen. Und ich gerne Hähnchen esse, will ich nicht, dass es passiert, weil ich sonst gar nichts mehr esse. Und ich bin eher sehr, ja, speziell bei Essen und so ungedönst. Yeah. Also es ist klar, dass es scheiße ist, aber es ist eben irgendwie gewissermaßen mal wieder typisch Mensch. Bei denen geht es wieder nur darum, dass man den eigenen Profit dazu zieht, daraus zieht, also wirtschaftlicher Gewinn, gutes Essen auf dem Tisch und so. Ja, und das, ich finde es eigentlich mal wieder ziemlich typisch. Ist halt, ja. Die Menschheit. Normal, aber ist ja nicht das einzige Problem am Fleischkonsum. Es gibt ja noch viel mehr Probleme. Zum Beispiel auch Methanausstoß und sowas, was halt beschissen für die Umwelt ist und sowas. Und dadurch, dass es halt so sau viele Rinder gibt, ja, wird das halt eben auch nochmal was verstärkt, was halt nicht so geil ist. Und das könnte man halt auch vermeiden, wenn einfach nur jeder irgendwie vielleicht ein- oder zweimal die Woche Fleisch essen würde und nicht irgendwie jeden Tag Fleisch, wie das irgendwie die meisten Leute in unserer Gesellschaft machen, was nicht so geil ist. Ja, so viel zum Thema Fleischkonsum, aber es gibt natürlich noch einige andere Baustellen, die man angreifen muss, wenn es um Ernährung geht. Es gibt ja die meisten Leute, die sich sowieso scheiße ernähren, aber denen ist es halt auch egal. Also ich meine, ich habe früher auch sehr oft Fastfood gegessen, weil man zum Teil einfach keine Zeit hat oder zum Beispiel ist es bei mir jetzt so, mein Vater ist ja selbstständig, der ist eigentlich immer zu Hause. Meine Mutter aber nicht und früher, als sie halt noch halbtags gearbeitet hat, dann war die eigentlich immer diejenige, die bei uns gekocht hat. Und ansonsten hat mein Vater halt auch keine Zeit, weil er eben selbstständig ist und so. Und dann bin entweder ich diejenige, an der es hängen bleibt und ich habe ja auch nicht immer die Zeit, wenn ich noch Schule habe und auch noch Videos mache und sonst noch irgendwelche Hobbys habe wie Badminton oder Klavier oder sonst irgendwas, dass wir dann einfach recht oft zur Frittenbude gegangen sind oder uns einfach einen Döner geholt haben oder so. Ja, und ich denke mal, es geht vielen genauso, gerade wenn man arbeitet oder eben beschäftigt ist in so einer schnelllebigen Welt, wie es eben heute ist. Und ja, da kann man natürlich nicht so viel machen, was die Ernährung angeht, aber man sollte sich eigentlich schon die Zeit nehmen, um selber auch mal was zu machen, selbst wenn es jetzt nicht das Gourmet-Essen schlechthin ist. Weil es ist auf jeden Fall erstmal gesünder, wenn man selber was macht, wenn man sich nicht gerade so mega fetten Burger mit 30 Tonnen Käse macht oder so. Hashtag Buchstabensuppe. Ja, Buchstabensuppe ist auch in Ordnung. Esst Buchstabensuppe. Ne, wobei Fertigpackungen sind eigentlich auch nicht gut. Und ja. Tiefgefrorene Sachen sollte man eigentlich auch nicht essen. Aber mein Gott, wer hält sich wirklich immer daran? Vor allem das muss man auch immer darauf achten, Leute, inwiefern man Leute darüber verurteilt, aus welchem sozialen Feld sie kommen. Weil ich meine, wenn du arm bist und keine Arbeit findest, dann kann man sich es einfach nicht leisten, wirklich durch und durch gesund zu leben. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, dass man das nicht macht. Ich meine, wenn ich weiß, dass irgendwie so eine Tiefkühlpizza 1 Euro irgendwas kostet, dann, mache ich ja nicht so die mega Hightech-Superpizza und hantiere eine halbe Stunde rum. Vor allem, Zeit ist Geld, ne? Also wenn man schon kein Geld hat, dann vertrödelt man seine Zeit nicht noch. Es gibt ja in Deutschland auch Leute, die haben 2 oder 3 Jobs wirklich. Das ist schon die Extreme, das ist schon richtig krass. Aber es gibt tatsächlich Leute, denen es so geht. Und die haben dann natürlich nicht noch Zeit, sich da hinzusetzen, um irgendwas zu kochen oder so. Also das ist jetzt bei den wenigsten so. So kommt dann halt auch schlechte Ernährung zustande. Es gibt natürlich auch noch viele andere Faktoren. Zum Beispiel ist es auch so, so ganz verwöhnte Kinder oder so, die Eltern geben denen dann auch irgendwie anfangs immer nur so tolle Sachen, so von wegen, oh ja, du hast doch Lust auf ein Stück Schokolade, hier hast du noch mehr Schokolade, weil die einfach ihr Kind verwöhnen wollen und denken, oh ja, das ist nur noch für das Beste für das Kind, aber in Wirklichkeit wissen die halt nicht, was die für eine Scheiße machen, wenn die dem quasi so Essgewohnheiten antrainieren, weil ich habe, glaube ich, auch mal sowas gelesen, von wegen, dass sich Geschmack auch entwickelt und dass man Geschmack auch quasi heranzwingen kann, also wenn man einfach regelmäßig Sachen isst, dass man die dann irgendwann wirklich gut findet. Das klingt zwar irgendwie voll merkwürdig, mein Vater hat immer irgendwie sowas erzählt, vielleicht hat er es auch nur erzählt, damit ich irgendwann endlich mal Reis esse. Ich versuche es in letzter Zeit auch öfter mal, vor allem seitdem wir den Thermomix haben, etwas gesünder zu kochen, selber was zu machen, auch vor allem zwischendurch mal öfter Salat zu essen und sowas. Aber zum Teil lässt sich das halt einfach nicht machen, wenn man nicht die Zeit dafür hat und sowas. Ich denke mal, Jonas weiß das wahrscheinlich auch, weil der ein Studentenboy ist. Und meine Kamera also als Student ist es so kacke, vor allem wenn man alleine wohnt, also quasi nicht mit einer Familie noch zusammen ist.
der Anreiz, alleine für sich eine Mahlzeit zu machen, ist so viel niedriger, als wenn du für eine Familie oder mit Freunden oder sowas kochst. Also wenn Freunde da sind, keine Ahnung, wir machen dann auch mal Sushi oder sowas, was voll geil ist. Aber wenn du halt alleine zu Hause bist und dann denkst du, okay, ich koche jetzt für mich. Und dann musst du so diese Mini-Portion machen oder du machst es halt mit Einfrieren und sowas. Aber das ist halt viel mehr Aufwand, ja, für quasi viel mehr Belohnung im Endeffekt. Und deswegen ist da die Hemmschwelle nochmal viel größer. Vor allem ist es auch richtig kacke, wenn du in einem Single-Haushalt lebst. Single-Haushalt. Richtig, sure. Weil irgendwie alles, was kleiner ist, also was in kleiner Mengen abgefüllt ist, das wird ja auch teurer. Und das ist ja richtig beschissen, sich sowas zu kaufen. Da muss man entweder die große Menge essen. Da gibt es immer die fetten Schinken-200-Gramm-Packungen, die mich vollkommen frustrieren. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die können einfach nichts wegschmeißen. Mein Vater zum Beispiel gehört auch dazu. Und ich glaube, wenn der in einem Single-Haushalt leben würde, dann würde er sich erstmal die Packung kaufen, weil der relativ geizig ist und dann natürlich nichts kaufen will, wofür der dann theoretisch auch mehr kriegen könnte. Dann wird er sich wahrscheinlich die große Packung kaufen und wird dann natürlich auch die immer aufessen, weil er kein Essen wegschmeißen will. Und das kommt dann halt auch nochmal alles zusammen. Je nachdem, was man für ein Mensch ist und so. Ist halt dann auch nochmal eine problematische Sache. Und vor allem ist ja auch nicht Ernährung das Einzige, was jetzt irgendwie wichtig ist, um gesund zu leben. Weil dazu gehört ja auch sowas wie Sport. Und ja, machen halt auch viele Leute nicht, weil es auch wieder mit Zeit zu tun hat. Wenn man keine Zeit hat, kann man auch keinen Sport machen, kann man auch nicht vernünftig Essen kochen, was gesund ist. Oder sich auch generell darüber informieren, was vielleicht gut ist. Und dann, ja, letztendlich hat man dann wirklich komplett einen beschissenen Lifestyle, so von den Maßstäben her, wie gesundes ist und sowas. Und ja, da kann man natürlich nicht viel was machen, weil wenn so viele Faktoren nicht stimmen, die alle irgendwie um diesen Punkt kreisen, dann ist es natürlich sehr beschissen. So, aber das war's jetzt für mich. Wir haben jetzt schon 26 Minuten. Ich fand die Folge cool. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Ihr könnt auch bei mir Themenvorschläge für die nächsten Techland-Parts kommentieren. Und natürlich bei der Lisi vorbeigucken, weil die Lisi super ist. Lololol. Und ihre Webcam jetzt weg ist. Und bei Jan auch vorbeigucken und bei Fabi auch vorbeigucken. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.